zur letzten Folge von Stig War Legacy. Heute werden wir den Endlos-Tode-Modus durchspielen. Oder es zumindest einmal versuchen. Wenn's lädt. Hallo? Ah, hoppla. Wird geladen. Dauert ziemlich lange, das Laden. Und das war nicht mal geplant. Ja, okay. Zurück. Spielen. Der Endlos-Tode-Modus. Die Kampagne haben wir schon gemacht. Den Turniermodus auch. Habe ich leider nicht geschafft. Werde ich aber auch nicht nochmal versuchen. Das könnt ihr selber machen. Jetzt versuchen wir den Endlos-Tode-Modus. Wahrscheinlich irgendwie Zombie-Verteidigung. Los geht's. Ja, ich habe das schon probiert. Hier. 25 Nächte habe ich geschafft. Ich werde es neu versuchen. Und länger schaffen. Also ich werde es versuchen, es länger zu schaffen. Ich habe schon eine ganz gute Taktik. Ich glaube, die wird auch gut funktionieren. Endless Deaths. Es war eine stürmische Nacht. Zu stürmisch, um sich zurechtzufinden. Plötzlich kommt noch stärkerer Sturm auf. Leute, wir kampieren hier. Schon werden Lager aufgerichtet. Zelte werden aufgespannt, auch wenn es nicht leicht fällt. Gold. Es gibt hier Gold. Die Statue ist fertig. Ein kleines Feuerchen noch. Und was ist das? Ein Zombie. Headshot. Er wurde gerettet. Noch mehr Zombies kommen aus dem Boden. Und der Magier ist tot. Ja, okay, das war ein bisschen dramatisch. Ich glaube, ich hätte das mit dem Reden auch lassen sollen. Aber hey, ich mach das nur einmal, ja? So. Die im kurzen Film oder was das auch immer war, zu sehen waren, sind jetzt auch hier noch. Und der tote Magier. Wir haben eine Goldquelle hier und eine hier, die werde ich aber nicht nutzen können. Die sind zu dicht an den Zombies dran. Und ich mache das mal kurz so. Da kommen auch schon die ersten Zombies. New Enemy. Neuer Gegner. Tote, die sich langsam bewegen, aber einen Satz machen, wenn sie in der Nähe sind. Langsam Machtsätze, die betäuben, schwach gegen Kopfschüsse. Also wir brauchen schon mal Bogies. Und zwar ganz viele Bogies. Und es laggt ein bisschen. Headshot. Die ersten paar kassieren schon Headshot. Erstmal brauchen wir nur Bogies. Wir bilden nur Bogies aus. Weil die können, die sind die einzige, die Headshots verteilen können.
wie man hier sieht. Und die sind halt stark gegen die Zombies. Und warum leckt das so? Ich glaube, das ist die letzte Zombie-Welle, oder? Ja, danach kommen keine mehr. Oh, und die gehen weg. Sonne scheint. Warum verbrennen die nicht? Oh, und wir haben eine Kiste freigeschaltet. Hallo? Ich möchte meine Kiste. Nun gut. Das hier verbessern. Brauchen erstmal Gold. Truhen. Ah, Collect Chest und Open. Okay. Das sind diese Ehrengarde oder eine Elite-Soldaten. Das ist für die Minenarbeiter, werde ich auch gleich nutzen, und Archidon-Regen. So, heute. Hier, das habe ich gesehen. Das ist Bonus Damage to Deads. Die machen mehr Schaden bei Toten. Aber ist zu teuer leider. Ja, okay. Mal gucken beim Shop. Ja, Elite-Soldaten. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Oder weiter geht's. Nach zwei Überlebende. Ich booste mal gleich die Minenarbeiter. Toxic Deads, toxische Tote. Tote, die sich langsam bewegen und vergiftete Körperteile werfen. Stationiere vergiftete Einheiten, um sie zu heilen. Das sind die nervigsten Toten von allen. Die haben halt eine Reichweite. Und Nahkämpfer können da halt nichts ausrichten. Die werden halt alle vergiftet. Giftschaden über Zeit, langsam, Fernkämpfer. Die mag ich so gar nicht. Wirklich gar nicht. Setze ich gleich nochmal ein. Ich meine, die werfen vergiftete Körperteile von sich. Ist schon ein bisschen komisch, wenn man irgendwie jemandem den Magen rausreißt und jemandem anderen gegenwirft. Also ich finde es einfach nur verstörend irgendwie. Ich nutze jetzt alle Sachen, die ich bisher gesammelt habe, weil man kommt nicht anders vorwärts. So, der letzte Boost, hoppla, das da will ich. Kommen keine mehr. Und es wird wieder hell. Die Leute werden feiern. Haben es geschafft. 27 Tote habe ich in dieser Nacht erledigt. Ich glaube, das habe ich eben vergessen zu sagen.
49 Tote, die du insgesamt erledigt hast. Also, naja, wenn man. Ja, Werbung. WLAN ausgemacht. Sollen wir das verbessern? Ist auch nötig, sag ich mal so. Der Schwertkämpfer ist leicht angeschlagen. Komm, ich beschwör mal die Elite. Nice. Es sind halt ein Haufen von Bogenschützen und hier Sperrtorms. Ist genau die Taktik, die ich versuche zu machen. Oh, die kriechen. Warum kriechen die denn? Sind die so halt, die es in der Nacht 3 gibt, sag ich mal so. Die Musik ist cool. Boah, das sind richtig viele Horden. Ich glaube, ich nehme auch bald mal den Archidon-Regen. Oh, geschafft. Ging ja schnell. Diesmal 53 Tote. Das waren einige mehr, würde ich sagen. Das mal verbessern und ja, Gesundheit. Weiter geht's. An die Waffen. Riser Dads. Ich glaube, das heißt so viel wie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin nicht gut in Englisch, habe ich glaube schon mal gesagt in irgendeinem Video. Diese Toten kommen an allen möglichen Plätzen aus der Erde, manchmal sogar hinter deiner Armee. Das ist blöd. Entsteht an problematischen Plätzen auf. Achso, er steht. Fügt Einheiten überall im Schaden zu, wenn er aufersteht. Schwach gegen Kopfschüsse. Also ziemlich die Zombies, die man nicht mag. Aber ich mag sie. Im Gegensatz zu den toxischen Zombies sind die ganz in Ordnung. Der da zum Beispiel ist ein toxischer Zombie gewesen. Oha, hinter unserer Armee sind auch welche. Oh, es gibt nur noch einen Minenarbeiter, warum? Der andere ist gestorben? Ah nee, doch nicht. Mist. Jetzt habe ich einen Minenarbeiter da, wo ich ihn nicht haben will. Nämlich hier. Egal. Und sammelt er auch ein bisschen Gold, wenn er stirbt. Sein Problem. Mach ich gleich noch einen. Die werden so oder so gleich sterben.
Kommt schon, macht sie noch fertig. Angriff. Alter, sind das viele Bogies. Auf einem Fleck. Ah, 39 nur. Schade. Ich hätte mehr erwartet. So, 15 Minuten werden eigentlich jetzt um. Ich mache eine 20er-Folge. Damit ihr ein bisschen mehr davon seht. 23 Bogies habe ich. Schick die mal kurz zurück. Können meine Burgbogenschützen kurz bewahren, bis die voll geheilt sind. Und die sind voll geheilt. Kann ich noch einen Sperrton ausbilden? Den wollte ich nicht. Pouncer Deads. Sprungtote. Tote, die schnell springen und einen Satz machen, wenn sie in der Nähe sind. Schnellste aller Toten, ich mag sie nicht, nimmt sich Einheiten in hinterster Reihe vor. Also die Bogies, die haben nicht viel Leben. Schwach gegen Betäubungen. Also von den Magiern. Ich will... Ach, Mann. Klappt nicht. Ich will den Schwertzorn da nehmen, aber... Ich krieg den nicht gefasst. Ah, jetzt. So, ich stell mich hier hin und schlag sie kaputt. Schlag sie einfach kaputt. Die laufen an mir vorbei. Hier geblieben. Hallo? Warum interessiert sich keiner für mich? Mag mich keiner? Oh, hab nicht mehr genug Platz. Ach, stirb. Stirbt. Stirbt alle. Ich mach euch fertig. Komm, komm, komm. Ah, ah, ah. Schlagen, schlagen, schlagen. Ja, ja. Nice. Dich mach ich auch fertig. Ha, ha. Oha. Ich habe kaum noch Leben. Und er hat überlebt. Leute, nicht weiter erzählen, ja? Ich wollte ihn opfern. Hoffentlich hat man das gerade gehört. 32 Tote. Blockwahrscheinlichkeit. Ist gut. Waren wir... Ach ja. Schlechte Truppen loswerden. Schade. Geht nicht. Kann man nicht kaputt schlagen. Verkloppt mich. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und so. Muss ich noch irgendeinen Bogie loswerden? Und jetzt Rückzug. Juhu. Tote. Natürlich habe ich das WLAN wieder angeschaltet in der Zwischenzeit, um was nachzugucken. Ja. Ja.
Sperrton-Tote. Langsame, schwer bewaffnete tote Sperrtons, die massiven Schaden einstecken können. Langsam steckt für Schaden ein, stark gegen Fernkampfeinheiten. Dazu brauche ich auch ein paar Sperrtons. Was sind das? Ah, okay. Nein. Oh, bringt mich nicht um. Aua. Tot. Macht sie alle. Den muss ich auch noch loswerden. Also rein ins Getümmel. Die sind alle schneller als ich. Oh, vorbei. So, weiter geht's. Da ist gerade ein Zombie in unserer Basis gewesen. Tot. Und ich opfer den jetzt. Jetzt mit dem Bogi hinterher habe ich eben aus Versehen falsch gemacht. Wie können die so schnell hier sein? Okay. Da hinten ganz ruhig vorne. Katastrophe. Die kommen nicht weiter. Und die Bogis treffen nicht. Rückzug. Oh. Hä? Leute, guck mal, der hat so einen komischen Helm. Ja, okay, Rückzug. Ja, gut. Wie viele Nächte habe ich jetzt eigentlich schon überlebt? Keine Ahnung. Moment. Nacht 9, okay. Ich mache noch 2 Nächte. Danach habe ich keinen Bock mehr. Dann beende ich die Folge. So, dich nach vorne. Und dann lasse ich dich ermorden. Du bist nämlich ein Schlechter. So. Blocken. Blocken, blocken. Alter, mach nicht viel Schaden. Ich hau ihn dagegen. Ich mach euch fertig. Los. Oh. Tot. Alter, sind das viele Sperrtons und kriechende Zombies und was noch. Alles Mögliche. Wie sie darauf gehen, riesige Meeren von Zombies. Tote und Tote halt. Diesmal früher Rückzug, damit sie geheilt werden können.
in der Basis. Oh, zu spät. Okay. Dann wird das jetzt die letzte Nacht sein. Einfach hochgelevelt. Ist mir egal. Es wird eine ziemlich lange Folge. Oh. Direkt vor der Haustür. Zombies. Direkt nach vorne rushen. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Jetzt wieder kurz zurückziehen. Die haben nämlich Leben verloren. Die sind ganz schön schnell. Stellung halten. Verteidigt die Basis. Kurzer Rückzug. Oh. Dead Kai. Okay, toter Kai. Mächtige Zauberer, die deine Einheiten aus deiner Formation rausholen kann. Fernkämpfer, schwach gegen vom Nutzer gesteuerte Einheiten, trickst deine Armee aus. Okay. So, und Attack. Oh, ist das der das? Nein, lass mich. Oh, weg. Ach, da ist der Dead Kai. Tot. Und wieder Rückzug. Und gewonnen. Okay. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war auch das Ende jetzt vom Let's Play. Und tschüss.